Die britische Zeitung Der Economist hat jetzt enthüllt, dass der Westen die Militäroperation der Ukraine sabotiert. Und deswegen hat der ukrainische Armeechef zugegeben, dass der Kursk-Angriff eine reine Verzweiflungsaktion war. Und damit bestätigt sich eine sehr schlimme Vermutung über die Amerikaner in diesem Ukraine-Krieg. Schauen wir uns diese brisanten Details mal an. Los geht's! Wenige Tage nachdem die ukrainische Offensive in Kursk gestartet ist, gab es ja in den deutschen Medien sehr erstaunliche Berichte darüber, dass die Bundesregierung überrascht über diese Offensive und nicht vorab informiert wurde. Und jetzt wurde auch klar, warum das passiert ist. Weil offenbar gibt es in den höchsten ukrainischen Ebenen westliche Spione, welche die ukrainischen Operationen sabotieren und vor denen man diese Kursk-Offensive streng geheim halten musste. Das geht jetzt nämlich aus einem Bericht der britischen Zeitung The Economist hervor, der mit verschiedenen ukrainischen Offizieren gesprochen hat. Die Zeitung schrieb: Russia's double punch back against Ukraine shock raid. It is bombing Ukraine's in Kursk and advancing in Pokrovsk. Zu Deutsch: Russlands doppelter Gegenschlag gegen den Schockangriff der Ukraine. Es bombardiert Ukrainer in Kursk und rückt im Pokrovsk vor. Um den Schockangriff der Ukraine und seine Aussichten einzuschätzen, hat der Economist beteiligte Soldaten interviewt, die mit der Entscheidungsfindung von Armeechef General Alexander Syrki vertraut sind. Es entsteht ein Bild eines Wagnisses, das aus Verzweiflung und unter größter Geheimhaltung entstanden ist. Der Plan, in den Teil Russlands einzudringen, stand unter einem schlechten Stern. Anfang Juli gerät General Syrski, der neu ernannte Oberbefehlshaber der Ukraine, unter Druck. Seit Monaten hatte er mit einem alles anderen als idealen Erbe seines Vorgängers Valery Saluti zu kämpfen und die Führung der Armee war mit dem Präsidenten über die Mobilisierungspolitik uneins, was zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel führte. In Amerika hatte der Kongress die Unterstützung verzögert. Alvirka, eine Festung nördlich von Donetsk, war daraufhin gefallen. Die Frontlinien der Region Donetsk bröckelten, vor allem rund um das Logistikzentrum Pokrovsk. Es kursierte das Gerücht, dass der General Syrski kurz vor seiner Entlassung stünde. Und das ist schon ziemlich krass und zeigt wirklich ganz deutlich die große Verzweiflung von Präsident Zelensky. Weil der hatte ja erst vor kurzem seinen hochdekorierten General Saluschny rausgeschmissen, weil der mit dem Ergebnis des Krieges unzufrieden war und die beiden eine völlig andere Meinung hatten, wie dieser Krieg zu führen ist. Aber mögliche Putschversuche gegen Zelensky, die spielen hier natürlich gar keine Rolle und die wurden immer kleingeredet. Aber nichtdestotrotz ging Zelensky das große Risiko ein und schmiss seinem beim Militär geliebten General Saluschny raus und ersetzte ihn durch den noch loyaleren General Syrski. Und jetzt kommt aber in den Medien raus, dass selbst General Syrski kurz nach seinem Amtsantritt auch wieder rausgeschmissen werden sollte, weil er ebenfalls eine andere Meinung als Zelensky hatte und nur wenige Erfolge vorzuweisen hatte. Und wenn es auf dem Schlachtfeld schlecht läuft, dann liegt die Schuld natürlich nicht bei dem ehemaligen Schauspieler Zelensky, sondern bei seinen unfähigen Generälen, die von Militär und Krieg natürlich keinerlei Ahnung haben. Also schuld sind wie immer alle anderen. Und deswegen hat General Syrski eine letzte Verzweiflungstat geplant und damit einen Befreiungsschlag erreicht. General Syrski hielt seine Pläne geheim und teilte sie nur einer engen Gruppe von Generälen und Sicherheitsbeamten mit. Er sprach mit dem Präsidenten im Einzelgespräch, ohne dem sein Stab. Der Geheimdienst der Armee übernahm einen Großteil der Aufklärung und überließ es nicht dem militärischen Geheimdienst der Ukraine, der erst zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen wurde. Auch westliche Verbündete seien bewusst im Unklaren gelassen worden, behauptete die Quelle. Syrski wurde nämlich früher
zwei Operationen vom Westen untergraben. Einer wurde den Russen zugespielt und bei einer anderen Gelegenheit wurden wir vom Westen angewiesen, diese Operation wieder abzubrechen. Und durch die Beschränkung der Kommunikation auf eine Need-to-Know-Basis konnten die Ukrainer diesmal diesen Angriff in Kursk starten, bevor die Russen begriffen, was vor sich ging. Sie erkannten, dass etwas im Gange war, gingen aber wahrscheinlich davon aus, dass für solch eine gewagte Operation in Kursk die Zustimmung der USA benötigt wurden. Und das, meine lieben Zuschauer, ist wirklich extrem interessant und lässt sehr tief blicken hinter die ganzen Kulissen. Weil in Bezug auf die Sabotage, die der Armeechef hier anspricht, ist höchstwahrscheinlich die Gegenoffensive im Sommer 2023 gemeint, die ja ganz groß damals in den Medien angekündigt wurden, die aber dann für die ukrainischen Truppen in einem riesigen Misserfolg endeten. Und Selenskyj selbst behauptete im Februar 2024, dass die Pläne für diese Gegenoperation schon vor Beginn der Operation auf dem Tisch des Kremls gelegen haben. Also irgendjemand hat sie verraten. Tja, und jetzt braucht man halt nur noch eins und eins zusammenzählen, weil wenn nämlich diese Gegenoffensive von 2023 durch Spionage und Sabotage so krass gescheitert ist, dann sieht das so aus, als wenn es in der ukrainischen Armee Spione durch westliche Alliierten gäbe. Und genau deswegen wurden diese Alliierten jetzt auch nicht mehr über die neue Kursk-Offensive informiert. Und genau deswegen ist diese Offensive ja auch so schnell und so erfolgreich gestartet. Und wenn man jetzt auch noch die zweite Aussage hinzunimmt, dass eine zweite Großoperation durch den Westen abgesagt wurde, dann schließt sich hier das Bild. Weil wir alle wissen ja, wer in der Ukraine wirklich das Sagen hat und das sind die Amerikaner. Ich meine, der Armeechef Sirke sagt ja selber, dass die Russen in Kursk deswegen mit runtergelassener Hose erwischt wurden, weil die Amerikaner solch eine Operation nie im Leben erlaubt hätten. Und damit bestätigt sich auch das Gerücht, dass die Amerikaner mit den Russen eine Absprache hatten, dass der nördliche Teil der Grenze tabu ist und dass den Ukrainern Angriffe im Norden verboten worden sind. Aber jetzt hat man halt bei dieser Kursk-Offensive die Amis vorher nicht eingeweiht, hat sie vor vollendete Tatsachen gestellt und damit konnten die keine Einwände erheben. Und das, meine lieben Zuschauer, ist wirklich extrem brisant. Weil auch bei der Gegenoffensive 2023 waren die Amerikaner extrem sauer, weil die Ukraine nämlich die Gegenoffensive völlig anders ausgeführt haben, als sie von den Amis geplant und empfohlen wurde. Und wenn man jetzt all diese Fakten und diese neuesten Aussagen vom Armeechef Syrsky im Economist zusammenfasst, dann kommt man am Ende zu folgenden Schluss. Die Amerikaner geben in der Ukraine komplett den Ton an und sagen, wo es lang geht. Und wenn sich die Ukrainer dagegen wehren und von dem amerikanischen Plan abweichen, dann werden sie von den Amerikanern einfach sabotiert. Entweder durch das komplette Absagen dieser Militäroperation oder indem man die Operationsdaten weitergibt, ja, sensible Informationen an die Russen gibt, so wie es bei der Gegenoffensive 23 ist. Also offenbar spielen die Amerikaner hier doppelte Spiele und lassen die Ukrainer wie eine Marionette nach der eigenen Pfeife tanzen. Da dies aber absehbar nicht zum gewünschten Ziel führt, wurde der ganze Westen jetzt bei der Militäroffensive in Kursk ausgeschlossen und damit diese Kursk-Offensive als Verzweiflungstat ins Leben gerufen. Wir sehen hier also einmal mehr, und zwar ganz deutlich, hier findet ein riesengroßer Stellvertreterkrieg zwischen Amerika und Russland statt und so langsam merken auch die Ukrainer, dass sie nur ein Spielball der Amerikaner sind. Deswegen wurden sie jetzt ja schon bei der Kursk-Offensive ausgeschlossen. Und mal sehen, was die Ukrainer jetzt als nächstes machen werden, wo ihnen langsam bewusst wird, dass sie nur der Spielball der Amerikaner sind. Wie schätzt ihr diese neuen Erkenntnisse ein? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.